Hallihallo, ich möchte euch heute mal in diesem Video zeigen, wie man so mit ganz einfachen Schritten sich ganz, ganz schnell viele, viele Jahre jünger schminken kann. Und das soll einfach so ein ganz, ganz, ganz einfaches Video ohne Schnickschnack sein. Einfach für Frauen, speziell für Anfänger, die jetzt wirklich gar nicht so viel Erfahrung haben, gar nicht so viele Möglichkeiten haben, vielleicht ihre Augen zu schminken, weil sie ein stark ausgeprägtes Schlupflid haben. Vielleicht liegt es auch schon auf den Wimpern drauf, dass sie auch Schwierigkeiten haben, Mascara aufzutragen oder vielleicht auch Lippenfältchen haben oder gar nicht so genau wissen, wo kommt das Rouge hin. Und ja, sie reden immer alle vom Bronzer. Ich weiß gar nicht, wo soll der hin? Soll ich das überhaupt machen? Und so weiter. Das ist einfach so ein ganz, ganz einfaches Video, wo ich euch meine Tipps weitergebe, die ich so gelernt habe oder die ich so mir selber angeschaut habe oder wo ich mich belesen habe oder was mir andere Frauen berichtet haben. Ja, ich rutsche mal in die Mitte. Also ich gehe die ganzen Themen einmal durch, Foundation, Rouge, Augen und so weiter. Und da gebe ich euch dann so meine Tipps weiter. Also, ich fange mal an bei der Foundation. Ach so, nee, nochmal zurück. Dieses Video handelt ausschließlich davon, wie ich schminke. Dann mache ich noch ein Video mit welchen Produkten. Also da gehe ich dann ganz speziell auf die Produkte ein. Das mache ich jetzt hier nur so beiläufig in diesem Video, so ganz kurz angeschnitten. Aber da folgt dann noch ein Video ganz genau, welche Produkte würde ich euch jetzt empfehlen, speziell Drogerie und speziell auch nochmal, was man so bestellen kann. Und beim Thema Rouge zum Beispiel, was nehmen wir da alle? Den allergrößten Pinsel, den wir haben, ne? Und dann wird Rouge aufgetragen. Ja, das ist was, was ich auch erst lernen musste, dass man dafür einen kleinen Pinsel gibt, weil man da einfach viel gezielter gibt. Das ist halt so das A und O, wenn man älter ist, dass man einfach, ja, man muss einfach so ein bisschen vorsichtiger sein, wo man sich ganz genau schminkt. Das geht halt nicht mehr so wie bei jungen Leuten. Und da muss man einfach so zwei, drei Sachen beachten. Und dann kriegen wir das natürlich genauso hin. Sehen ganz natürlich geschminkt aus, jünger, strahlender. Und das sollte das Ziel sein. Ja. Also, ich fange mal an bei der Foundation. Ich würde sagen, dass ihr eine Foundation wählt, die richtig gut zu eurem Hautton passt, die nicht zu matt ist. Natürlich müsst ihr, das ist denn ein Riesenthema, weil jeder hat unterschiedliche Haut. Ich sage mal so, ich gehe mal einfach davon aus, dass wer etwas älter ist, Ü50, dass der eher eine trockene Haut hat. Und bei mir sieht man das auch schon. Ich habe mehr so einen fahlen Ton. Also das wird immer so ein bisschen fahler. Da kann man natürlich auch gegen anarbeiten mit einem Primer. Darauf gehe ich aber dann in einem anderen Video ein, weil ich will euch einfach nicht ich will euch das nicht so schwer machen. Ich möchte möglichst so ein ganz einfaches Video machen mit ohne Primer. Einfach eine Foundation-Farbe raussuchen, die natürlich zu eurem Typ passt. Und da am besten einmal am Hals testen, am besten so ein Tester, am besten in die Drogerie gehen oder in ja, zu Schuback oder zu Douglas. Lasst euch da einfach beraten und wenn ihr alleine seid, testet ihr das einfach am Hals, was da für euch am besten zutrifft. Auf jeden Fall sollte es eine Foundation sein, die nicht zu matt ist, aber auch nicht zu doll glänzend, weil wenn ihr schon ausgeprägte Falten habt und ihr macht es zu doll, es ist zu glowig, also es glänzt zu stark, kann das schnell speckig aussehen. Das sieht dann schwitzig aus und das wirkt dann auf den Betrachtenden eher so, oha, die schwitzt ja ganz schön und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einfach nur frisch und jung aussehen, ne? So richtig schöne pralle Bäckchen haben und so weiter. Da muss das denn so ein Mittelweg sein. Was ich jetzt für dieses heutige Video nehme, das ist einfach die Born to Glow. Aber wie gesagt, da gehe ich noch mal ganz speziell drauf ein auf das Thema. Das ist jetzt so die, die ich halt hier habe. Die Born to Glow, die macht bei mir so das,
was ich haben möchte. Ich möchte ein bisschen abdecken, ich möchte trotzdem noch natürlich aussehen, aber es soll auch prall und frisch aussehen. Und da habe ich für mich eine gute Farbe gefunden, das ist die Warm Vanilla und die mache ich jetzt mal rauf und dann könnt ihr euch das mal ansehen. Ich mache das heute auch extra nicht mit dem Pinsel drauf, weil wie gesagt, das soll so einfach wie möglich sein. Und wenn man sich jetzt so, ich sag mal, vielleicht das erste Mal schminkt in seinem Leben oder Anfänger ist, dann würde ich euch schon raten, das einfach vielleicht mit den Händen zu machen. Aber da gehe ich in dem Video nochmal ganz speziell drauf ein, wenn ich vom Werkzeug rede, weil da empfehle ich euch natürlich ganz spezielle Pinsel. So, wenn ich jetzt die Foundation aufgetragen habe, dann spare ich mir die Augenbrauen aus. Ich spare mir auch die Augen aus, die Wimpern. Aber die Wimpern sollte man wirklich mit Fett aussparen, weil sonst hält nachher der Mascara da drauf nicht. So, ihr seht schon, die diese Foundation, die ich jetzt gewählt habe, die sieht so natürlich aus, dass sie mein Gesicht frischer strahlen lässt. Es hat schon so einen natürlichen Glow. Ich brauche das jetzt auch gar nicht abzupudern bei dieser Foundation und sie hält trotzdem den ganzen Tag. Der zweite Schritt wäre dann die Augenbrauen, was mir gerade heute aufgefallen ist bei einer Frau. Sie hat ihre Augenbrauen nachgemalt und sie hat das hier gemacht. Sie hat hier angefangen, ich sage euch das mal mit dem Stift, sie hat hier angefangen und hat sich einfach nur so einen Strich gemalt. Das kann man natürlich machen, aber für mich wirkte das, weil sie hatte auch ein ausgeprägtes Schlupflid und hatte die Augen gar nicht weiter geschminkt, für mich wirkte das sehr böse. Also da habe ich so gedacht, eigentlich müsste man ihr jetzt den Tipp geben, dass man die Augenbrauen nicht so weit nach vorne malt, sondern ich würde hier anfangen mit den Augenbrauen. Und nicht so weit nach vorne. Das macht so einen bösen Eindruck, wenn das hier schon alles runterhängt. Und dann macht ihr die Augenbrauen so, dann sieht das ganz komisch aus. Also lieber so ein bisschen weiter hinten anfangen, damit man im übertriebenen Sinne einen positiven Blick hat. Es sollte immer positiv und freundlich sein und nicht böse. Ansonsten würde ich euch als Anfänger raten, einfach einen Augenbrauenstift zu nehmen. Der ist von Maybelline. Der hat bei mir im Test sehr gut abgeschnitten. Finde ich einfach und schnell. Den kann man anspitzen. Da ist auch nochmal eine Bürste. Die ist aber normalerweise gerade. Ich biege mir die immer einfach so ein bisschen rum, weil das dann besser auszubürsten ist. Und dann einfach im Grunde genommen die Augenbraue so ein bisschen nachmalen. Man kann sie einmal rundherum umkreisen und dann ausfüllen. Man kann aber auch einfach sich die Härchen so ein bisschen nachmalen und sich einfach so eine Augenbraue vorstellen, hier gerade, hier runter und dann macht man nichts falsch. Da würde ich auch am Anfang gar nicht so viel Theater machen, sondern ich würde einfach so ein bisschen die Augenbrauen ausfüllen, dass es so ein bisschen voller aussieht, weil das macht einfach jünger. Und ich habe dann immer so einen Schummelspiegel, so einen kleinen, der vergrößert mir das und dann kann ich ganz genau sehen, wo ich nachmalen muss. Einfach, man möchte einfach dadurch, wirkt es ein bisschen jünger, weil junge Leute haben immer so stärkeren Haarwuchs. Je älter man wird, umso weniger Augenbrauen hat man. Und so wirkt es halt auch einfach offener, das Auge. Das Auge wirkt hochgezogener, gelifteter. Und das macht halt ganz viel aus, die Augenbrauen anzumalen. So, das ist so fertig. Also ich würde bei den Augenbrauen nicht so eine ganz dunkel krasse Farbe nehmen, sondern das muss schon so ein bisschen auch zu den Haaren und so das Gesamtbild muss dazu passen. Schaut euch da gerne mein Video drüber an. Ich habe da verschiedene Augenbrauenprodukte ausgetestet und vielleicht hilft euch das denn so ein bisschen weiter, dass ihr sagt, ja, das Produkt, das passt zu mir, das würde ich gerne haben. Und die Farbe ist natürlich auch immer ganz speziell. Wenn man das geschafft hat, dann hat man schon mal so ein bisschen mehr Ausdruck. Man hat eine feinere Haut, eine pralle Haut. Man hat volle Augenbrauen und das Ganze nach Möglichkeit auch so ein bisschen höher noch gezaubert. Dann wirkt das alles schon mal viel, viel, viel jünger, um Jahre. So, ja, jetzt kommt schon der nächste Tipp. Ja, jetzt komme ich einmal zum Thema Rouge und Bronzer. Ich würde als Anfänger gar nicht unbedingt Bronzer verwenden. Ich würde als Anfänger einfach ein schönes Rouge verwenden. Einfach um Frische ins Gesicht zu zaubern und weil man ja auch damit noch einkaufen gehen muss oder seine Freundin besuchen möchte. Es soll alles so ein bisschen natürlich aussehen. Es soll einfach jung und frisch machen und wenn man da zu doll geschminkt ist, sieht das ja ganz schnell auch angemalt aus. Das möchte man nicht so gerne. Man möchte natürlich am liebsten, dass gar keiner was sieht oder dass man einfach nur gepflegt aussieht. Und da würde ich euch eigentlich am Anfang
erstmal abraten vom Bronzer. Das kann man nachher immer noch machen, wenn man so ein bisschen geübter ist. Aber erstmal so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubern. Und da würde ich euch einen Farbton raten, der Rosé ist oder so in die Aprikot-Richtung geht. Da habe ich ein Produkt, das kann ich euch zeigen. Das hat einfach auch so ein bisschen... Also man kann natürlich ein mattes Rouge nehmen, man kann aber auch ein Rouge nehmen, was schon so ein bisschen, ich sag mal, feucht aussieht. Schwierig zu erklären. Ich habe jetzt hier ein Rouge von Catrice in der Hand und das ist so ein bisschen mit Goldanteil. Ich mag das sehr gerne und ich würde das auch Anfängern raten, weil das auch so ein bisschen verzeiht, wenn man nicht ganz so perfekt ist in Sachen Schminken. Ist ein sehr einfaches und auch ein sehr schönes Produkt. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr da nicht so einen riesigen Pinsel nehmt. Wenn ihr jetzt so einen riesengroßen Pinsel nehmt, dann habt ihr natürlich die ganze Wange. Und das will man nicht, weil mit Schminke kann man ja auch so ein bisschen ja, Frische ins Gesicht zaubern. Und das ist zum Beispiel mein Rouge-Pinsel. Der hat so ein bisschen weiße Spitzen, aber das, wie gesagt, das erkläre ich alles in einem speziellen Video. Dieser Rouge-Pinsel, der ist gar nicht so riesengroß wie der Rouge-Pinsel, sondern man sieht schon, der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler und ein bisschen gezielter. Der malt gezielter dahin, wo ich möchte. Da habe ich mehr im Griff, wo das Rouge hin soll. So, das Rouge sollte nach Möglichkeit nicht über die ganze Wange, sondern immer nur hier oben ansetzen, weil man mit Rouge auch das Gesicht optisch ein bisschen höher zaubern kann. Wenn ich jetzt hier unten meinen Rouge mache, dann sieht das so für den Betrachter aus, als wenn hier unten meine Wange ist. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja natürlich jung aussehen und alles, was runtergerutscht ist, kann ich mit Schminke wieder optisch so ein bisschen höher zaubern. Also mache ich meinen Rouge hierhin. Und wenn ich frisch aussehen möchte, dann mache ich das hier vorne hin, wo normalerweise, wenn ich jetzt 10-mal ums Haus laufen würde, auch die Röte wäre. Oder wenn ich jetzt vom Waldspaziergang komme oder joggen war, dann bin ich, und das könnt ihr auch natürlich bei euch gerne mal beobachten, ich bin dann immer hier vorne gerötet. Und das ist jetzt so der Trick. Nicht unbedingt immer so das Rouge verteilen, sondern erstmal hier vorne anfangen, so ein bisschen tupfen. So als Anfänger würde ich euch raten, geht mit dem Pinsel ganz vorsichtig rein. Entweder so ein bisschen ganz, nur so mit den Spitzen, dass ihr das nur so ganz, ganz wenig drauf habt. Oder ihr macht das so, so geht das auch, dass man nicht so viel Produkt hat. Und dann guckt ihr so gerade in den Spiegel. Man kann ja auch so machen, aber dann heißt es ja immer, wenn ich dann gerade gucke, rutscht es runter. Also guckt gleich ernst ins Spiegel gucken. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt spazieren war, dass ich immer hier vorne so ein bisschen rot bin. So, ich würde sagen, wenn ihr Anfänger seid, einfach so ein bisschen ganz, ganz, ganz vorsichtig mit ganz wenig Produkt einfach hier vorne zaubern. So, das ist schon mal der Unterschied. Und das sieht einfach ganz natürlich aus, weil hier hinten ist man normalerweise nicht unbedingt rot. Aber damit das alles gleichmäßig und gut verteilt aussieht und das auch so ein bisschen nach oben liftet, kann man hier anfangen und das dann nach oben hinweg streichen. Das kann man schon machen, ne? Man kann das so ein bisschen nach oben hin verteilen. Dadurch wirkt das Ganze jünger. Also nicht nach unten, sondern immer nach oben den Pinsel. Einfach den Pinsel ganz locker festhalten. Hier ansetzen. Hier weiß ich, hier bin ich rot, wenn ich spazieren war. Hier ist so der Hauptpunkt. Und dann verstreiche ich das einfach ganz locker nach oben. Und je weniger Rouge ihr habt, umso natürlicher wirkt das Ganze. Hier sieht das noch alles langweilig und fahl aus. Und hier hat man schon, da sieht man schon so, ach, das sieht frisch aus. So, und wenn man dann so lacht, dann hat man so rote Bäckchen. Und wenn ich auch ernst gucke, dann sieht das trotzdem so aus, als wenn diese Wange ein bisschen höher ist als die Wange. Seht ihr das? Das sieht alles so ein bisschen frischer und jünger aus. Und deswegen immer hier vorne. Und dann nach oben hin abstreichen, immer, immer nach oben. So mit Kontur und Bronzer, das braucht ihr am Anfang gar nicht. Einfach nur so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubern. Und das reicht schon, mehr braucht man gar nicht. Jetzt kommen die Augen. Wenn man jetzt vielleicht noch nicht ganz so, erfahren ist mit Lidschatten, traut man sich wahrscheinlich nicht an so eine riesengroße Palette ran. Und so, um so mit Farben zu spielen und so weiter, da
Wahrscheinlich ist es so, dass viele das einfach ganz einfach und ganz schnell haben wollen. Und wenn ich jetzt Anfänger bin, dann würde ich erstmal nur mit einer Farbe arbeiten. Wenn man etwas älter ist, wenn man so über 50 ist oder so, passiert es ja öfter, auch bei mir, dass einfach das, die Haut runterrutscht. Und es gibt auch Frauen, da ist das schon, wie gesagt, schon auf den Wimpern drauf. Da sieht man die Wimpernspitzen nur noch. Die Wimpern sind vielleicht auch gar nicht so lang. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, denke ich mal, sich das Auge zu schminken. Und da kann ich mir vorstellen, dass es vielen, bei vielen so ist, dass sie sagen so, es klappt einfach nicht bei mir. Diese Frauen fühlen sich jetzt bitte ganz doll angesprochen. Bei den Frauen, die, wo man noch das bewegliche Lid hat, darüber habe ich unzählige Videos gemacht. Da wird immer das bewegliche Lid hell gemalt. Hier kommt der Schatten und so weiter. Heute fühlen sich bitte die Frauen angesprochen, wo das Schlupflid schon auf den Wimpern drauf liegt oder ganz doll ausgeprägt ist. Ich lasse mal meine Augen baumeln. Und wie ihr seht, ist das bei mir auch schon so. Guck mal, wenn ich ganz, ganz, ganz ernst gucke, wenn ich mal so alles so richtig runterschlaffe, wenn alles so runterbaumelt. Dann seht ihr, dass man das bei mir auch gar nicht so sieht, weil wenn ich Videos mache, mit euch spreche, mache ich gerne so. Wenn ich aber alleine bin, dann ist das auch so, dass das schon runterhängt. Ja, und wie soll man jetzt so ein Auge schminken? Auch hier. Ich weiß gar nicht, welches Auge jetzt älter ist. Also hier sieht man vielleicht noch ein kleines bisschen. Aber hier sieht man ja schon fast gar kein bewegliches Lid mehr. Also, und wie man diese Augen schminkt, das zeige ich euch. Ich habe mir in der Drogerie heute zwei Produkte besorgt. Einmal von Maybelline und einmal von L'Oréal Age Perfect. Und die mache ich jetzt einmal aufs Auge rauf und dann könnt ihr mal schauen, wie ich das mache und wo ich das genau hinmache und ob das jünger macht. Ich zeige euch mal auf dem Auge, wie der Maybelline Lidschatten aussieht, und zwar ist das ein Cremeprodukt und das ist so ein Bronze-Goldton. Und für Anfänger ganz einfach, man geht einfach mit dem Finger da rein und verteilt das auf dem Auge und das geht rucki-zucki, ist gar nicht schwer und macht ganz viel Eindruck und ganz viele Jahre jünger. So, und das geht für die meisten Frauen. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger da rein. So sieht die Farbe aus, die kann ich euch auch mal hier zeigen. Und damit male ich jetzt einfach mein ganzes Schlupflid an, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze und das zeige ich euch einmal. Ich male also das bewegliche Lid einmal an, bis hier, gehe bis nach oben, male mir das praktisch hier so richtig schön an. Ihr fühlt ja bestimmt auch wenn die Haut das so ein bisschen versteckt, dass hier so ein Knochen ist. Hier, den fühlt man richtig. Und da male ich auch rüber. Habe ich hier so einen leichten Bogen. Das heißt, ich lasse nur hier unter der Augenbraue so ein bisschen frei. Da mache ich gar nichts. Seht ihr das? Ich habe einfach unter der Augenbraue ein ganz klein bisschen freigelassen. Wenn ihr da jetzt noch so ein bisschen ungeübt seid, kann es sein, dass ihr zu weit hochrutscht. Das macht nichts. Da geht ihr einfach mit so einem Q-Tip einfach mal so unter die Augenbraue und dann habt ihr ungefähr die Form, die man haben sollte. Bei dem Auge, nein, bin ich nicht, alles klar. Hier bin ich hoch genug, hier bin ich, habe ich so einen leichten Bogen und dann einfach mit dem Finger so ein klein bisschen auftupfen. Guck mal, da rutscht auch nichts in die Falte, gar nichts. Das ist ein super Produkt von Maybelline. Und so sieht es dann aus. Einfach und schnell. Jetzt nehme ich die andere Farbe und dann könnt ihr mal gucken, welche Farbe für euch vielleicht in Frage kommt. Und so sieht der andere Farbton aus.
Jetzt sieht das natürlich alles noch nicht so optimal aus. Wir sind auch noch nicht fertig. Jetzt braucht man irgendeinen Augenstift. Ich nehme jetzt den von Avon, den Glimmerstick, und möchte mir mein Auge einfach ein bisschen größer machen, weil das Schlupflid, das zieht ja so ein bisschen runter und zerquetscht das Auge so ein bisschen. Und jetzt möchte ich einfach optisch so ein bisschen mein Auge größer wirken lassen. Jetzt male ich einfach unter den Wimpern eine ganz feine Linie. Ich male aber nur bis zur Mitte, weil wenn ich bis hier vorne male, zieht das optisch runter und man möchte ja das Auge optisch höher holen und deswegen ist es optimaler, wenn man das nur bis zur Hälfte macht. Ich nehme dafür einen blauen Stift, weil ich weiß, dass Blau zu Grün gut passt. Ich fange hier unten an und male dann einfach bis zur Mitte. Hier außen habe ich ein bisschen mehr und hier wird es dann weniger. Und das ist der Unterschied. Da sieht man, glaube ich, schon, dass das Auge viel größer wirkt als das Auge. Das Auge wirkt noch so ein bisschen gequetscht und das wirkt schon so ein bisschen offener. Der Concealer ist ein Produkt, was so ähnlich ist wie Make-up, was aber viel, viel fester ist in der Konsistenz oder viel, viel deckender ist. Mit einem Concealer kann man zum Beispiel Pickel abdecken oder die Augenringe. Tupft das hier vorsichtig rauf und schon sieht man jünger aus. So, das wird dann einfach mit dem Finger so ein bisschen aufgetupft. Und da seht ihr schon, was das ausmacht. Also das ist bei mir immer so das A und O. Ich gehe auch so ein bisschen hier unter die Augenbraue. Man kann auch so ein bisschen ganz rüber gehen, muss man aber nicht. Und da gehe ich auch so ein kleines bisschen Richtung Lidschatten. Tupf aber immer nur. Und gerade hier, ich höre dann hier immer irgendwann auf. Wenn ihr jetzt so ganz dunkle Augenschatten habt, dann tupft ihr einfach weiter, bis die Augenschatten heller geworden sind. Und wer das so hat wie ich, wer so diese Schwellungen hat, der hört dann hier einfach auf. So. Concealer nach Möglichkeit immer so ein bisschen abpudern, weil es ein cremiges Produkt ist, kommt auf den Concealer drauf an. Ich habe auch wasserfesten Concealer, den muss man nicht abpudern, aber wenn es so ein cremiges Produkt ist, ist es immer sinnvoller, einmal das kurz abzupudern. So ein bisschen dahin gehen und das war's. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr hier zum Beispiel so ein bisschen, wenn euch das stört, so mit den Falten, dass die so rauskommen, dann macht ihr da einfach auch so ein bisschen Transparentpuder rüber und schon sieht man die Falten nicht mehr. Ich würde euch einen Mascara empfehlen, der die Wimpern schön auffächert und die Wimpern verlängert. Volumen muss es nicht immer sein. Gerade wenn man ein ausgeprägtes Schlupflid hat, wird dann doch empfohlen, lieber einzunehmen, der die Wimpern länger macht, damit er schön Schwung gibt. Weil wenn das schon alles so drauf sitzt und man sieht nur noch die Spitzen von den Wimpern, wenn ihr dann nur Volumen raufzaubert, dann werden die ja nicht länger, dann werden sie nur noch dicker und das sieht dann einfach nicht gut aus. Deswegen einfach ein Mascara nehmen, der die Wimpern verlängert, nicht Volumen, sondern Länge raufzaubert. Das steht auch auf den Produkten drauf. Zaubert Länge, zaubert Volumen, macht beides. Da spezialisiert euch lieber auf die Länge, das ist wichtiger. So, und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied, wenn man die Wimpern jetzt verlängert. Wenn ich Mascara auftrage, dann versuche ich immer ganz am Ansatz anzufangen und dann wackel ich so ein bisschen hin und her und ziehe das gleichzeitig nach oben. Bisschen hin und her wackeln und dann ziehe ich gleichzeitig, während ich hin und her wackel, ziehe ich nach oben. Auch noch mache ich, drehe den Mascara beim Auftragen, damit möglichst viel Farbe abgeht. Und wenn mir das hier zu wenig ist, mache ich das hier nochmal, bis ich so richtige lange Wimpern habe. Zum Schluss biege ich meine Wimpern immer noch so ein bisschen hoch mit den Fingern. Streicht das aus, biegt das alles noch mal schön nach oben und hab dann die Finger voller Mascara, nicht Lidschatten. Das Metallische oder Glänzende jetzt so gar nicht zusagt, der sagt so, das ist mir zu auffällig, das mag ich nicht, da sieht man die Falten so doll oder wie auch immer. Wer das einfach überhaupt gar nicht mag und der sagt so, nee, das mag ich nicht, das muss noch neutraler, noch natürlicher aussehen. Für den habe ich jetzt auch nochmal einen matten, cremigen Lidschatten und da habe ich jetzt von MAC ein Produkt und diese Farbe nennt sich ganz genau Groundwork. Aber ich sage gleich vorweg, MAC ist nicht gerade günstig, aber es ist halt
so der einzigste Creme-Lidschatten, den ich jetzt so da habe, in einem ganz tollen Braunton. Den trage ich jetzt einmal auf und dann entscheidet ihr, welcher euch jetzt am besten gefällt und was für euch so das optimale Produkt ist, wo ihr sagt, das möchte ich haben, damit kann ich mich bestimmt ganz einfach und ganz schnell ganz jung schminken. Also, wenn ihr mich fragt, hab's jetzt nur auf dem Auge drauf, ist das das schönste Ergebnis und für mich auch das jungmachendste Ergebnis, einfach einen matten Creme-Lidschatten zu nehmen. Nicht dieses metallische, aber das ist natürlich absolute Geschmackssache und da möchte ich niemanden reinreden, weil ich habe Tage, da mag ich das und ich habe Tage, da mag ich das gar nicht. Ich finde immer so, wir Frauen sind ja auch echt manchmal ein bisschen komisch, ne? Manchmal sind wir so, manchmal so. An einem Tag ist das völlig in Ordnung, wenn das schimmert und am nächsten Tag geht das so überhaupt gar nicht. Bei den Lippen ist es so, dass es viele Frauen gibt, die haben schon etwas Falten um die Lippen herum. Und da gibt es noch ganz spezielle Produkte, die man anwenden kann, damit der Lippenstift und die Lippenkontur nicht so in die Falten rutscht. Das erzähle ich euch in einem anderen Video. Jetzt möchte ich einfach nur so drauf eingehen, was genau für Farben und warum, wieso, weshalb. Also wenn man schon viele Fältchen um die Lippen hat oder wenn man schon etwas älter ist, dann ist es natürlich, ich liebe auch Nudtöne, ich nehme sie auch immer. Aber jünger machen sie nicht unbedingt. Es ist immer von Vorteil, wenn man einen Lippenstift hat, der so ein bisschen in die rosa Richtung geht, nicht zu knallig ist, nicht zu bräunlich ist, sondern immer so ein bisschen rosa, so ein bisschen frisch, so ein bisschen so wie Rouge, ne? Soll alles so ein bisschen jünger, frischer, praller machen. Und prallere Lippen bekommt man mit einem Lippenstift, der so ein bisschen Glanz drin hat, so ein bisschen Schimmer. Das ist immer am besten. Und auch für, dass der Lippenstift da bleibt, wo er ist. Trotz Falten sollte man, also wie gesagt, da gibt es noch andere Produkte, aber wenn man jetzt nichts anderes zur Hand hat, auf jeden Fall einen Lippenkonturstift haben. Und auch der sollte nicht zu dunkel sein, sollte so ein bisschen zu den Lippen auch passen. Und also der hat eine ganz gute Farbe. Das ist der von Make-up Coach, beste Freundin. Der fällt auch nicht so doll auf und der passt sich den Lippenstift ganz gut an. Und dann einfach einmal um die Lippen malen. So, hier habe ich einen schönen Farbton. Das ist ein Lippenstift von Make-up Coach. Das ist so die optimale Jungmachfarbe. Rosa. Rosa mit Schimmer. Nennt sich Mika. Da geht es nicht um die Produkte, sondern da geht es einfach um die Farbe, dass man einfach so einen schönen rosanen Lippenstift hat, der so ein bisschen Schimmer hat, dass das einfach so ein bisschen praller aussieht, dass die Lippen voller und frischer aussehen. Man möchte immer so frisch aussehen. Ja, und jetzt bin ich fertig mit meinen Basic-Tipps. Das ist jetzt einfach, ich sag mal, 10 Minuten, 10 Jahre jünger geschminkt. Ganz einfache Tipps, wie man sich schminkt mit ganz einfachen Mitteln, welche Art von Farbe oder worauf sollte man achten. Ich glaube, das stellen sich oft die Frauen, nee, oft stellen sich Frauen einfach die Frage, wie soll man so ein ausgeprägtes Schlupflid malen? Wie kann man damit drei Farben malen? Muss man gar nicht, wenn es schnell gehen soll. Einfach eine Farbe rauf, fertig. Und es sieht immer gut aus. So kann man einkaufen gehen. Das sieht frisch aus. Das sieht natürlich aus. Und vor allen Dingen gepflegt. Und es macht auch noch jünger. Das ist ja das, was man möchte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen geholfen, gerade für Anfänger, die vielleicht gerade anfangen, sich zu schminken, sich noch nicht so ganz trauen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, eure Meinung oder in einem anderen Video erzähle ich euch dann, welche Produkte ich euch empfehle, gerade für Anfänger. Nicht so einen großen Pinsel. So, und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall Gesundheit, nur nette, liebe Menschen in eurem Leben und lasst euch nicht ärgern. Die doofen Menschen. So, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.